Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen veganen Food Diary von mir. Ich habe mal wieder einfach so aufgenommen, was ich so von morgens bis abends esse. Und das ist wieder mein reales Food Diary wie immer. Ich stelle da nichts, ich koche einfach das, worauf ich Lust habe, zeige euch das, was ich esse. Ich verfolge keine spezielle vegane Diät, also nicht Low Carb, High Fat, High Carb, Low Fat, 80-10-10 oder was es da sonst noch alles gibt. Ich ernähre mich einfach vegan aus ethischer Motivation und esse alles das, worauf ich Lust habe. Allerdings momentan immer noch in einem kleinen Defizit, weil ich ein paar Kilo abnehmen möchte. Und ich würde sagen, viel Spaß beim Food Diary. Vielleicht probiert ihr das eine oder andere ja mal aus. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, was ihr jetzt gerne davon essen würdet, weil ihr schreibt mir auch immer, dass ihr total Lust bekommt auf Essen, wenn ihr meine Food Diaries seht. Und die solltet ihr definitiv nicht hungrig sehen. Ich wünsche euch jetzt aber viel Spaß. Guten Morgen und herzlich willkommen zu meinem Food Diary. Ich fange den Tag heute an mit einem ganz einfachen Frühstück. Und das ist wirklich das, was ich die letzten Tage eigentlich immer esse. Und zwar, ja, Porridge, wie ihr sehen könnt. Und dazu nehme ich einfach Haferflocken. Hat jetzt in dem Fall Hafermilch, aber da variiere ich immer so ein bisschen der Pflanzenmilch, die ich dann dazugebe. Ich nehme meistens so 60 Gramm Haferflocken und dann kamen noch ein paar gefrorene Früchte dazu. Dann habe ich das erwärmt und als es dann warm war, habe ich noch die Bananen dazugegeben und das war's. Manchmal esse ich noch ein paar Nüsse mit da drin und Chiasamen. Manchmal lasse ich es ziehen, manchmal erwärme ich das. Und das ist immer so ein bisschen unterschiedlich. Und dazu habe ich mir jetzt ein, eigentlich sollte es ein Latte Macchiato werden, aber das hat nicht so ganz gut geklappt, gemacht, weil ich mir eine French Press gekauft habe und versucht habe, den Milchschaum selbst zu machen und das war irgendwie nicht so optimal, da muss ich mir nochmal was überlegen. Und dazu gibt es noch ein Glas Wasser, um einfach wieder ein bisschen Flüssigkeit aufzunehmen und ja, das ist jetzt mein Frühstück und das kann ich empfehlen, es ist ein sehr, sehr guter Start in den Tag. Ja, und das wäre dann mein relativ spätes Mittagessen. Ich habe den ganzen Mittag jetzt gedreht und jetzt ist es auch schon fast 4 Uhr. Und ich hatte gestern Besuch von der Jodie und wir haben mal wieder Kartoffelgratin gemacht. Und das Kartoffelgratin ist mega, mega lecker. Und zwar seht ihr da Räuchertofu, logischerweise Kartoffeln. Die habe ich einfach fein gerieben, dann Räuchertofu knusprig angebraten. Und die Soße ist eigentlich nur eine Mischung aus Sojasahne, eine Menge von diesen Hefeflocken, Salz, Pfeffer, Paprikapulver, Thymian, Majoran, noch mehr Paprikapulver, noch mehr Hefeflocken und wir hatten obendrauf noch Tomaten, aber die sahen jetzt nicht mehr so gut aus, deswegen habe ich die da jetzt nicht mehr drin. Und jetzt esse ich auf jeden Fall den Rest davon und danach werde ich mich ans Schneiden machen. So, ich war jetzt gerade fast eine Stunde laufen, habe mega Hunger, es ist auch schon echt spät abends. Und ich habe mir jetzt noch Brot gemacht, das ist so Vollkornbrot. Und da drauf einfach Avocado auf den dreien. Seht ihr Pfeffer und Kalanamaksalz, das schmeckt dann so eich, weil das so ein schwefeliges Salz ist. Da drauf ist Knoblauchsalz und Pfeffer und noch ein bisschen Tomate und auf dem da auch. Da war, eigentlich wollte ich 4 essen, aber dann war noch genug Avocado für ein Fünftes da. Und auch das schaffe ich noch, weil ich heute auch noch nicht so viel insgesamt gegessen habe und Sport gemacht habe und das esse ich jetzt und genieße noch eine Folge meiner Serie. So, ich habe jetzt erstmal ein bisschen ausgeschlafen, was auch gut hat, weil ich die letzten Tage nicht ganz so viel Schlaf bekommen habe. Und jetzt gibt es ein kleines Frühstück und zwar habe ich mir diese beiden Brote praktisch getoastet in meiner Heißluftfritteuse. Aber ich habe jetzt keinen Toaster mehr, aber das funktioniert auch wunderbar. Da drauf ist einfach Hummus und Gurke. Dann werde ich noch ein bisschen Obst essen, weil ich habe noch eine ganze Menge Obst hier in meiner Schale. Und ich möchte nicht, dass das verkommt, also noch eine Mandarine und eine Banane und dazu einfach einen Kaffee mit Sojamilch. Und dann werde ich noch ein bisschen arbeiten und dann werde ich mich auch ans Mittagessen machen. Ich habe eigentlich schon ziemlich Hunger, aber ich möchte mich jetzt nicht so lange in die Küche stellen, sondern erstmal die Sachen fertig kriegen, die ich noch anstehen habe. So, und jetzt gibt es endlich Mittagessen. Es hat jetzt doch ein bisschen länger gedauert als erwartet. Was heißt Mittagessen? Es ist schon 17 Uhr. Auf jeden Fall gibt es jetzt Schmorkohl und einfache Kartoffeln. Also die Kartoffeln habe ich ganz normal im Wasser gekocht und den Schmorkohl habe ich diesmal im Wok zubereitet. Ich glaube, das ist ein Weißkohl war. Es war auf jeden Fall ein großer, runder Kohl. Den habe ich in ein klein bisschen Öl im Wok angeröstet, zusammen mit Zwiebeln. Dann habe ich dazu Paprikapulver gegeben, Kümmel, ein bisschen Gemüsebrühe, Pfeffer und Salz und das war's. Und dann das Ganze richtig schön anbraten lassen. Zwischendurch auch wirklich mal unten am Boden so ein bisschen anbraten lassen, dass da so ein paar dunkle Stellen entstehen. Das gibt nämlich richtig leckere Aromen und das gibt es jetzt bei mir zum Mittag- bzw. Abendessen. Weil in dem Sonntag meine Oma Geburtstag hat, sind wir dann essen gegangen und dann gab es veganes Sushi, Pommes mit Frühlingsrollen, Satésoße und Reis, so eine Tofu-Pfanne, eingelegtes Gemüse. Und noch ein bisschen mehr von allem, weil es da nicht so viel vegane Auswahl gibt, esse ich eben immer das. So, und heute gibt es zum Abendessen Wraps. Das sind ganz einfach gekaufte bei Aldi. Curly Fries, das sind diese Crispy Chicken Burger von Rügenwalder Mühle. Und da drüben habe ich 2 Dips gemacht. Einmal die Aioli, das Rezept gibt es auf meinem Kanal.
Und praktisch auf der Basis der Mayo habe ich noch diese Cocktailsoße gemacht. Da ist einfach dann noch ein bisschen Tomatenmark mit drin und ein paar Gewürze. Da habe ich mir so ein Rezept aus dem Internet zusammengesucht. Dann natürlich etwas Gemüse, also Salat, Tomate, Gurke, dann noch Kidneybohnen und Mais. Und dann belegen wir uns diese Wraps. Genau, mehr gibt es dazu eigentlich gar nicht zu sagen. Ja, und da das ein reales Food Diary ist, da gibt es natürlich auch mal Sachen, die nicht so gesund sind. So hatte ich da jetzt einfach gerade Bock drauf. Es ist mittlerweile schon 20 nach 2. Das ist mein Frühstück und mein Mittagessen gleichzeitig. Ich war gerade einkaufen, weil ich gleich noch was drehen will. Ich habe auch gerade schon gedreht, aber es war irgendwie ein bisschen stressig. Deswegen habe ich mich jetzt für Brötchen entschieden. Und zwar habe ich da so Körnerecken oder nee, Rübchen oder so hießen die von Kamms. Die sind auch vegan. Darauf ist ein veganer Käse. Ist natürlich alles vegan, auch wenn das alles andere als pflanzlich aussieht. Und zwar ist das der Violife-Käse. Hier vorne haben wir den Hobelsaufschnitt und dann noch so eine Teewurst. Da das ja für manche zu schnell geht, habe ich gerade nochmal die Verpackung geholt. Das hier ist der vegane Aufschnitt. Das hier ist der Violife-Käse. Und das hier ist die Teewurst. Die gibt es bei Rewe. Und die beiden Sachen habe ich im Reformhaus gekauft. Und das zusammen esse ich jetzt als Frühstück und Mittagessen. Heute Abend koche ich dann und das Video nehme ich dann auch gleichzeitig mit auf. So, heute gibt es Bigos zum Abendessen. Und das ist ein Rezept, das habe ich auch sogar für euch abgefilmt. Müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden, bis das dann fertig ist. Vielleicht kam es auch schon, dann verlinke ich euch das am Ende mit des Videos. Ich weiß nämlich noch nicht so ganz, wann ich welches Video hochlade. Auf jeden Fall habe ich das für euch abgefilmt. Das ist aus dem Buch von Gartengemüse-Kiosk hier auf YouTube und das ist einfach ein mega leckeres Gericht. Das ist ein polnisches Rezept, das habe ich schon in meiner Kindheit kennengelernt und das ist eben die vegane Variante davon und die Basis davon ist eben Weißkohl, Sauerkraut und in dem Fall eben Räuchertofu und rote Linsen als Proteinquelle und der Räuchertofu eben so ein bisschen wie Speck. Und dazu gibt es ganz einfach Pellkartoffeln. Spielt denselben Song nochmal, denselben Song. Los geht's. Ja, es ist genau das gleiche Frühstück wie gestern, nur dass sich dieses Brötchen da unterscheidet. Ich hatte nämlich eigentlich ein Rübchen bestellt, aber ich habe ein Cornack bekommen. Keine Ahnung, ich glaube, die Frau war vielleicht neu da, weil die hat auch gefragt, was ist denn ein Rübchen? Aber ich habe die gesehen, aber habe jetzt trotzdem irgendwie ein Cornack. Die sind irgendwie so mit Nüssen oder so. Mag ich nicht so gerne, Rübchen mag ich lieber. Es ist halt herzhafter, aber gut. Dazu gibt es einen Kaffee mit Sojamilch und mit Zucker, also dieser Zuckersatz, dieser Erythrit. Das ist ein Zuckeralkohol und ansonsten ist es genau das gleiche wie gestern und nachher wird es auch wieder das Bigos von gestern geben, weil ich das gestern Abend natürlich kalt gestellt habe und das sind zu viele Portionen, um sie ganz alleine zu essen. Jetzt gibt es jedenfalls erstmal Frühstück und dann geht's ab an die Arbeit. Und wie erwähnt, nochmal das Bigos, nochmal erwärmen, schmeckt das einfach viel, viel besser. Ich hätte das jetzt über Nacht draußen stehen, weil es da richtig schön kalt ist und mein Kühlschrank sehr klein ist. Und dazu gibt es noch einen Rest von dem Kaffee, den ich mir vorhin gemacht habe. Den habe ich direkt kalt gestellt und den noch ein bisschen mit Hafermilch aufgegossen, weil gleich geht es dann für mich zum Sport und ich habe jetzt gerade so ein kleines Tief und möchte nach dem Essen nicht noch tiefer sein irgendwie. Ja, jetzt gibt es auf jeden Fall das Bigos und darunter sind auch wieder die Pellkartoffeln von gestern Abend. Ich möchte euch ja nicht anlügen und deswegen, ich habe eben auf jeden Fall noch einen Teller gegessen, weil leider meine Sportbegleitung abgesagt hat und dann war ich jetzt gerade noch laufen. Ich hatte eben noch einen kleinen Teller mit ein paar Kartoffeln und etwas mehr von dem Bigos und das ist jetzt praktisch nur das Bigos an sich und ich kann euch echt sagen, wenn das Rezept rauskommt, probiert es unbedingt aus. Es ist mega lecker. Es ist ziemlich kalorienarm, weil es eben auf Basis von Kohl ist und Kohl hat einfach kaum Kalorien, ist aber trotzdem sehr proteinreich, weil rote Linsen enthalten sind und Räuchertofu und es ist einfach super lecker würzig. Mit den Zwiebeln, mit den Möhren und mit den Gewürzen, die da drin sind, kann ich einfach nur total empfehlen. Und das müsst ihr unbedingt ausprobieren, wenn das Rezept in den nächsten Tagen irgendwann online geht. Ich hoffe sehr, dass euch das Food Diary gefallen hat und wieder die ein oder andere Rezeptinspiration dabei war. Ich fand, es war ein ganz guter Mix zwischen gesund, ungesund, frisch und nicht so frisch. Als nächstes folgt dann Food Diary von Meal Preps. Und zwar habe ich nämlich die Woche danach gefilmt, was ich so mit zur Arbeit nehme und was ich mir vorgekocht habe. Da wird es dann sogar noch ein bisschen gesünder als dieses Food Diary. Hinterlasst dem Video gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Hier oben rechts verlinke ich jetzt noch die beiden letzten Food Diaries, falls ihr noch mehr Inspiration haben wollt. Beim letzten Mal nehme ich euch sogar ganze 7 Tage mit. Und gebe euch die ganzen Rezepte zum Ausdrucken auf meinem Blog. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.